Jetzt brauchst du eigentlich nur noch hier vorne die Tür aufmachen, dann kannst du reingucken. Und dein neues Moped begutachten. Okay, jetzt kommt der spannendste Moment. Der erste Sichtkontakt. Soll ich gucken oder soll ich nicht gucken? Ja, kannst du erst aufmachen und dann gucken. Jo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Heute kommt mal ein ganz besonderes Video und zwar, wie viele ja mitbekommen haben, haben wir ja die SMCR verkauft. Das war ja so gesehen eigentlich mal Eikes SMCR, aber sie ist eigentlich nur die BMW gefahren und ich bin die SMCR gefahren. Ja, wie gesagt, die SMCR haben wir verkauft und Eike hat dann halt auch mega Lust bekommen, Enduro zu fahren. Und ich habe dann halt von ihr den Auftrag bekommen, ihr eine Enduro zu organisieren. Das habe ich heute gemacht, ich habe die letzten Tage viel im Internet rumgesucht. So, und ja, heute habe ich die passende gefunden, bin losgefahren und ja, hat alles gepasst. Also der Preis und was ich halt geboten kriege. Habe die Karre dann auch direkt mitgenommen und die steht jetzt hier in diesem Bus drin. Viele fragen sich jetzt bestimmt, was ist es geworden? Eike ist auch schon auf dem Weg, ja, die müsste jeden Augenblick eintreffen. Ich bin mal gespannt, also Eike weiß noch nicht, wie die aussieht. Sie weiß halt, dass sie eine Enduro kriegt. Ja, sie hat ja halt gesagt, ich soll ihr eine Enduro organisieren, eine anfängerfreundliche Enduro. Ich finde, die ist anfängerfreundlich. So, ich kann es euch ja trotzdem schon mal kurz zeigen. So, Achtung. Doch, da steht sie. Na? Es ist eine KTM geworden. Baujahr 2017. Ich sehe, die ist jetzt ein Jahr alt. Eine XC250F ist es geworden. Wie gesagt, der Zustand ist echt top. Sieht aus wie eine neue Maschine. Also noch nagelneue Reifen drauf, vorne, hinten. Ja, die Verkleidung hat eigentlich so gut wie keine Kratzer. Auch richtig gut. Ansonsten ist eigentlich alles an der Original. Ich bin echt mal gespannt, was Eike dazu sagt. Das ist echt so... Ja, ich denke, mit der Viertakter wird es auch gut zurechtkommen. Und 250 Kubik. Ich finde, das ist ein perfektes Anfängerbike zum Enduro-Fahren. Wäre für mich vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, aber ich war verdammt heiß einfach auf Zweitakter. Und ich finde einfach, wenn man älter ist, dann lässt man die Sachen sowieso ruhiger angehen. Und ich finde, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kann man auch mit einer Zweitakter anfangen. Aber ich denke, für Eike ist es echt besser, eine Viertakter am Anfang zu haben. So, wir machen es wieder zu. Und jetzt warten wir halt, bis Eike gleich kommt. Ja, was kann ich sonst eigentlich zu der Maschine sagen? Eigentlich nicht viel, denn so richtig testen oder so tun wir sie selber erst, wenn wir nächstes Mal auf Enduro-Strecke sind. Ich freue mich schon mega drauf. Ich bin mal gespannt, wie die sich so im Gelände fahren lässt. Ich glaube, die hat so um die 40 PS. Reicht vollkommen aus. Also die wird auf jeden Fall richtig Wumms haben. Das definitiv. Und das ist jetzt richtig... Zu 100% Eikes Bike. Bei der SMCR war es ja einfach so, da bin ich ja mega viel mitgefahren und ja, deswegen war die eigentlich immer ziemlich original. Haben wir nie was dran gemacht, weil das war halt immer so, ja, so ein geteiltes Bike. Das ist jetzt wirklich Eike, ihr Bike. Wir gucken, ob das von der Größe her alles so passt. Ansonsten lassen wir die noch tiefer legen. Und ja, im Winter, da lässt sich Eike irgendwas einfallen. Da kriegt dann die Karre ein anderes Dekor und da basteln wir die wieder um. Mit mega vielen schönen Powerparts, damit sich die Hater wieder freuen. Nein, irgendwas werden wir damit schon machen im Winter. Auf jeden Fall umbauen. Auf jeden Fall ein anderes Dekor muss er ran und auf jeden Fall ein anderer Auspuff, damit ein bisschen Sound rauskommt. So, ich halte die Kamera einfach mal hier fest und lasse sie laufen, weil Eike müsste eigentlich jeden Augenblick kommen. Ich habe nämlich gerade mit ihr telefoniert und habe gesagt, dass ich jetzt hier unten in der Halle bin. Oh, da kommt Eike jetzt. Eike kommt. Mit der wunderschönen Ninja 400. Eike! Was geht ab? Was freust dich so? Ja, nicht viel, ne? Zu der Ninja 400 kommen die nächsten Tage auch mal ein paar Videos. Die habe ich ja von Kawasaki, oder wir haben die von Kawasaki zur Verfügung gestellt bekommen. Eike freut sich immer, wenn sie mit der Cover fährt. Die macht richtig Spaß.
Ja, also mit der kommt es auch richtig gut zurecht. Ich denke mal, okay, das ist auch die einfach... Die ist so schön leicht. Ja, das ist der Hauptpunkt, glaube ich auch, dass sie echt mega leicht ist, einfach im Gegensatz zu der BMW. Okay, es ist halt auch nur eine 400er, ja, ne? Ja, man darf ja, glaube ich, auch nicht eine 400er mit einer 1000er vergleichen. Ja, so sieht's aus. So, Eike. Sollt ihr herkommen? Genau, du hast mir ja den Auftrag gegeben, dir ein Moped zu organisieren. Heute habe ich es ja geschafft, du weißt ja, so grob, was wir gesucht haben. Eine 250er. Genau. Jetzt brauchst du eigentlich nur noch hier vorne die Tür aufmachen, dann kannst du reingucken. Und dein neues Moped begutachten. Okay, jetzt kommt der spannendste Moment. Der erste Sichtkontakt. Soll ich gucken oder soll ich nicht gucken? Ja, kannst du erst aufmachen und dann gucken. Was machst du da? Und Eike, was sagst du? Ja, mega! Richtig cool. Also zumindest vom Aussehen her. Ich weiß ja jetzt nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ja bei dem Händler da gesprochen, falls sie, das hatte ich ja ein bisschen abgeklärt, falls sie dir zu hoch ist, dann lassen wir die halt noch tiefer legen. Ja. Aber ich habe gedacht, wir probieren es erstmal so aus, weil tiefer legen können wir sie dann immer noch. Ja. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen was anderes, weil die ist auch viel schmaler als die SMCR. Das macht halt auch nochmal ein paar Zentimeter zum Boden aus, finde ich. Ja, mit der XC von dir, die alte, mit der kam ich ja auch eigentlich ganz gut zurecht. Genau, so sehe ich es auch. Die war ja auch nicht gerade niedrig. Nee, die war auch nicht niedrig. Das und war's auch nicht ja. Leicht, genau. Mal, und der Hauptpunkt ist ja einfach, wir fahren ja damit auf abgesperrten Strecken rum. Ja, und das wenn sie, ist egal, ob ich genau. hinfliege. So sehe ich es auch. Wenn du, dazu. Genau, wenn du da so ein bisschen unsicher bist und doch mal umfällst, ja. Dann ist es ja alles halb so wild, weil es ist ja nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Darum geht es ja einfach. Im Gelände ist es alles halb so wild. Da liegt jeder mal. Das ist halt ganz normal. So, eigentlich, dafür, ich hole sie dir mal raus und dann können wir mal Probesitzen machen. Und vielleicht auch gleich mal eine kleine Probefahrt. Guckst du schon mal gut an. Also wie findet ihr die vom Aussehen her schon mal? Mega oder mega? Ich habe schon gesagt. Es gibt keine andere Auswahl. Ich habe schon gesagt, im Winter bauen wir die um. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber es ist keine Neumaschine. Es ist trotzdem eine gebrauchte. Ja, also die hat schon ein paar Stündchen auf der Uhr. Aber ich finde, die sieht verdammt gut aus dafür noch. Ja. Klar, so anderes Dekor wird noch dran gemacht. Ich habe ja schon so meine gewissen Vorstellungen. Ich habe schon gesagt, dass wir im Winter das machen. Hast du schon gesagt? So. Halt! Toni muss gleich mal testen. Toni ist auch hier. Das könnte ja ein bisschen schöner sein. Wie ist das? Ja, das ist die Lichter. So, jetzt haben wir es ausgeladen. Hast du gut ausgesucht, Hatzi. Zieh mal deinen Bauch ein. So, Eike hat den gerade mal Probe gesessen. Sie ist definitiv noch zu hoch. Aber ich hatte schon mit dem KTM-Händler gesprochen wegen Tieferlegung. Ja, ich will jetzt noch mal ein bisschen im Internet lesen. Und ja, wir lassen ihn auf jeden Fall noch tiefer legen, weil ein bisschen muss er noch runterkommen. Ja, eventuell Sitzbank noch einfach da ein bisschen von dem Schaumstoff noch mal rausmachen. Und ich denke mal, da können wir auch noch mal 1-2 cm einsparen. Und da muss man auch noch bedenken. Ich habe Turnschuhe an. Eike hat Turnschuhe an. Ja, wenn sie jetzt vernünftige Schuhe an hätte, dann würde sie auch noch mal ein bisschen tiefer, also ein bisschen Höhe bringen. Es geht Stabilität ja, eigentlich. Ja, ich denke, ja, ein paar Zentimeter kriegen wir auf jeden Fall noch klar. Und darum kümmern wir uns die nächste Zeit. Aber das Grundgestell haben wir und jetzt können wir uns darum kümmern, dass sie tiefer kommt. Ja. Und dann können wir bald fahren. Eike muss sowieso noch Klamotten kaufen und bis das alles... Es wird noch ein paar Wochen dauern, ja, bis ich hier am Start bin. Bis das alles geregelt ist. Das dauert noch ein bisschen, aber dann geht's ja bald los. Aber das Wichtigste hast du, das Moped, das ist das Wichtigste. Ja. So, schreibt mal unten auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Bike so findet und so. Und ja, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Und tschüss. Und lasst ein Like da und genau. Einen Kommentar. So sieht's aus. So, Eike, dann kannst du ja mit der schönen Ninja weiterfahren. Yes. Yes, sagt sie.
Der kommt aber echt gut zurecht, Junge. Gerade wo du rückwärts hier rausgeschoben hast, bist du richtig gut zurechtgekommen mit der. Ich komme mit der echt gut zurecht. Ja, es wird mal Zeit, dass Eike mal ein Video macht hier. Ja, arbeiten. Ich bin immer arbeiten, aber am Wochenende spätestens mache ich Videos. So, jetzt aber.